Hey Leute, ich bin's wieder, euer MacPaverick. Ja, heute möchte ich euch in diesem Video hier mal eine kleine Einweisung geben oder Einleitung geben, wo was hier in welches Waschmittelfach reinkommt. Und zwar gibt es da gerade bei Waschanfängern manchmal ein paar Irritationen und ja, die lassen sich ja so leicht ja, überwinden oder bewältigen. Fangen wir einmal an. Das hier ist das erste Fach, ist bei mir auch mit einer 1 markiert. Ich hoffe, man kann das erkennen. Und zwar ist das immer das Fach, dieses, was mit einer 1 markiert ist, für die Vorwäsche. Das heißt, wenn ihr ein Programm einstellt, was eine Vorwäsche hat, dann kommt hier zusätzlich etwas Waschmittel rein. Kommen wir zu dem letzten Fach bei mir, das ist das Fach Nummer 2 mit der Markierung. Und zwar kommt hier das Waschmittel dann für die Hauptwäsche rein. Ja, wenn ihr also ein Programm mit Vorwäsche habt, müsst ihr beide Fächer befüllen. Wenn ihr nur ganz normal wascht, ohne Vorwäsche, kommt nur hier was rein. Das mittlere Fach, was bei mir hier mit einer ja, Blume gekennzeichnet ist, ist für den Weichspüler. Das sagt diese Blume auch aus. Also den packt ihr dann hier rein. Ja, die Anordnung kann bei euch etwas anders aussehen, aber diese Symbole und Zahlen sind bei euch auch vorhanden. So einfach ist das Ganze. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Wer mag, kann mich gerne hier kostenfrei abonnieren. Dann seht ihr auch weitere solcher Videos. Ich sage bis zum nächsten Mal. Euer Mac Peverick.